Pixel Junks, Folge 25 mittlerweile schon und wir sind im Gefrierbrand. Und ich weiß noch gar nicht, wie lange das Ganze noch geht. Schauen wir mal. Aber ist schön, es freut mich, dass man so viel hier zu entdecken hat. Uah. Aber jetzt scheinen wir wieder in so einer Art Standard-Level zu sein. Und die Musik ist gerade wieder so schön chillig und entspannt. Die wussten also, dass wir uns hier abkühlen in dem Bereich. Hallo. Da oben scheint nichts zu sein, oder? Nö, aber da ist ein Diamant. Dann fliegen wir mal hier lang. Na super. Wie habe ich die vermisst? Aber erstmal. Okay, zum Bonus-Level, wo wir noch nicht reinkommen. Aber da wahrscheinlich irgendwie einen Anzug brauchen. Mein Gott, wie habe ich die vermisst? Oh, super, klasse. Ja, und jetzt? Oh Gott. Nein, ich erkenne noch nicht das Schema. So. Achso, die habe ich ja ganz vergessen. Die kommen ja auch noch. Stimmt ja, da war ja was. So, also mal wieder gestorben. Mal wieder eine Folge, wo ich wieder gestorben bin. Und nicht eine Folge, wo ich mal überlebe. Eine ganze Folge. Naja, muss ja auch mal sein. Ich bin ja auch nur Mensch. So, den ersten haben wir schon mal. Hallo? Ach, der schießt nur so, rechts und links. Also, okay, alles klar. Wow, was ist das? Okay, da sind die Typen wieder. Oh, Gott sei Dank. So, da ist eine Lavapflanze, die wir... Also langsam gehen sie mir... Auf den Sender hier mit ihren kleinen Mini-Viechern. So, gucken wir mal, dass wir die Lavapflanze mal hier mitnehmen, hier oben. Wow! War ein bisschen... Nicht sehr intelligent gemacht von mir, nicht sehr intelligent gelöst. Aber naja, wir haben hier den Bereich freigegeben. So. Wir müssen aber da unten wahrscheinlich auch nochmal, oder? Das Eis zum Schmelzen bringen, ja. Machen wir doch direkt. Warten wir ein wenig ab. Und dann geht's dann auch schon da rein. Und retten die letzten beiden. Und können dann auch in den Bonusraum. Der ja... für uns von der anderen Seite schon zu sehen war. Genau, hier war der. Da können wir theoretischerweise die Pflanze mitnehmen und dann da unten lang, aber was bringt mir das denn eigentlich? Gar nichts. Ich kann ja auch hier lang fliegen, um nach Hause zu kommen. Hui. Ja, wie soll's... Ja, wie soll's auch anders sein? Warum sollte da auch noch was anderes auf uns warten? Oh, Laser. Oh, oh. Laser, den wir aber selber aktivieren können, so wie es ausschaut. Ja. Aha, der schaltet sich auch... Oh. Kann ich den nochmal aktivieren? Mal nur mal so, um zu gucken, ne? Man, ich meine... Ja, das funktioniert ja super. Kann ich den mit nach Hause nehmen? Sehr schön. Ich hätte nicht gewusst, wie ich da sonst reingekommen wäre. Zu dem Diamanten. Oh, oh. Oh, das ist ja praktisch. Oh, da ist ein Diamant. Folgen wir ihm mal so ein bisschen. Ah, da kann man das ein bisschen ausrichten, okay. Ah, die Musik ist gerade total entspannend irgendwie.
Ich bin voll am Feiern. Fragen mich, was das bringt mit der Platte. Schauen wir mal. Hier unten ist auf jeden Fall ein Diamant. Und ansonsten auch nichts. So. Ah, okay. Nein! Da bin ich zu schnell geflogen. Nein, oh mein Gott. So ein Mist, so eine Scheiße, so eine Kacke aber auch. Mann. So schön weit gewesen. Ich dachte, ich sterbe diesmal wenigstens nicht. Taucht er auf, sobald wir da hingehen oder sobald das Eis geschmolzen ist? Sobald wir da hingehen, ne? Ja, genau, ist ja klar. Ja, du machst mir keine Sorgen mehr, Kumpel. So. Der Sternfuzzi ist weg. Dankeschön. So. Also, jetzt aufpassen. Mitnehmen. Den nehmen wir auch schon mal mit, dann haben wir ihn schon mal. Und dann gehen wir hier eben durch. Was wir haben, haben wir. Und dann ändern wir mal eben von dem Links die Richtung. Ich glaube, so war es gewesen, ne? Wenn ich richtig... Bleiben wir mal hier in Sicherheit. Nee, oder? Doch. Doch, so war's. Okay. Gucken, dass wir da mal langkommen. Ja, wir könnten normalerweise, theoretischerweise auch noch... Ja, egal. Ah, nee, wir haben ja 3 Diamanten. Ich dachte, da wäre unter dem Eis irgendwo noch ein Diamant, aber wir haben ja schon 3. Ich meine, hey, cool, geil. Cooles Raumschiff hast du da. Ja, und da ist natürlich wieder unser Freund. Hört sich ein bisschen an wie auf dem N64 bei GoldenEye, wenn man mit der AK geschossen hat. Den kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, den Kollegen. Und die scheiß Sterne, die fliegen überall an die Banden und hast du nicht gesehen und... Ja, toll. Einer von unseren Kollegen hat erledigt. Super. Mein Gott, komm her. Komm her. Ich hasse diese Viecher. Also, die sind die schlimmsten und nervigsten, die man überhaupt... Ah, super, toll. ...überhaupt finden kann. Und jetzt? Oh, oh. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Level up. Ja. Da ist ein Diamant gewesen. Ah, da winkt einer. Hallo, ich bin schon da. Ah, wunderbar. Dann kommen wir jetzt auch raus. Wer hätte das gedacht? Ein Schutzschild, das können wir gut gebrauchen. Bleib hier, Krone. So. Also diese harmonische Melodie, die gefällt mir gerade richtig gut. Boah. Wieso? Ich mag die nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Kann ich nicht auch mit den Sternen schießen? So, da ist ein Diamant und da ist wieder einer, den wir... Wie sollen wir den denn kriegen da? Gar nicht, oder was? Ah, okay, alles klar. Schon kapisch. Wahrscheinlich mit den anderen funktioniert das auch so. Gucken wir mal. Aber erstmal gehe ich jetzt nach oben, um zu gucken, was da los ist. Ist da vielleicht... irgendwie... Bonusraum. Ah, da ist schon mal die Tür und da ist auch Eis. Uah.
Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So. Und da ist auch zum Aufsaugen was. Okay. Bonuslevel? Nein. Das heißt, wir brauchen das hier. Wahrscheinlich für die Lava. Vermute ich mal. Oder? Ja, ich lasse das mal hier fallen. Dann können wir ja oben eigentlich auch den Diamanten befreien, damit mal eben. Bevor das jetzt ganz so voll ist hier. Aber wie soll das funktionieren? Aber es geht doch gar nicht so, oder? Wie soll das denn funktionieren? Kann mir doch mal einer erklären? Ich sterbe fast. Das ist ja dumm. Da ist sogar noch, ein Schutzschild hinter. Reflex, erkenne das Schema. Ja, ich erkenne das Schema. Aber ich frage mich trotzdem noch, wie wir da oben an den Diamanten kommen und wo der andere ist. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Da ist er. Aber wie kommen wir da oben an den Diamanten? Ich schnalle es nicht. Weil damit verbrühen wir uns doch selber, oder nicht? Ah, alles klar. Hat sich schon erledigt. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Ins nächste Level. Da unten sehe ich schon einen Diamanten. Du bleibst schön hier. Du klaust mir nicht meine Passagiere. Du kleiner Lümmel. Naja, da gehe ich noch nicht hin. Da sieht man ja schon wieder, dass da wieder jede Menge Action auf uns wartet. Erstmal gehe ich in den Bonusraum. Und ein Männchen mit Fähnchen, der Dom. Vielen Dank. Ich bin hier seit einem Entschuldigung, seit einem Erdbeben gefangen. Ich hatte solche Angst, dass das Magma unter uns beim nächsten Beben ausströmt. Ich bin so froh, am Leben zu sein. Noch einmal vielen Dank. Aber gerne doch, Dom. Dom hieß doch auch der Protagonist aus Fast and Furious, ne? Vin Diesel, oder? Hieß er auch Dom, ne? Ja, super, ey. Wie soll man denn... Ja, toll. Habe ich noch sogar noch einen eigenen Kollegen erledigt. Wegen den Affenköppen hier. Mann. Ja, ihr stinkt alle. Nach Fisch. Oh. Kein Diamant hier? Wundert mich ein bisschen. Sonst überall hier Diamanten drunter. Uah, nein, 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 nein. So, wollte schon sagen. Hier klaut mir keiner meine Kollegen. Da ist ein Diamant. Wusste ich's doch. So. Und du klaust mir auch nicht meinen Kollegen. So. Hier noch ein Bonusraum? Nein. Da unten ist auch nichts. Da ist ein Diamant. Ah, super. Toll. Ich erkenne das Schema und erledige ihn. So, alle drei Diamanten haben wir. Und... Na, komm. Die Krone nehmen wir noch mit. Ja, 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 ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Alles ist okay. So, das Level hätten wir. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, ja, seht ihr dann in der nächsten Folge Pixel Junk Shooter Ultimate. Also, macht's gut. Ciao, euer Reflex.